Heute gucken wir uns einmal mal die besten Decks im Format an. Denn wir hatten ja am letzten Wochenende eine YCS und ich habe mir gedacht, wir können mal so ein bisschen drüber sprechen, was für Decks denn so die besten im Format sind, was für Karten aktuell darin gespielt werden und was wir, sagen wir mal, bis zum nächsten Format-Shift denn alles zu sehen werden, so im Meta. Denn es gibt ja nächste Woche noch eine YCS oder übernächste Woche, auch in Amerika, und die könnte sehr spannend werden. Und schon mal so ein paar Tech-Choices gegebenenfalls für YCS Dortmund, den wir uns mal angucken sollten, auch gerade von den Decks. Denn es werden zwar viele Sachen sich ändern mit Lewis & Mavens, aber nicht alle. Wir fangen mal mit einer Sprite-Deckliste an. Und hier ist einmal die Sprite-Deckliste. Wie ihr seht, das ist eine Sprite-Bestial-Deckliste. Und die Bestial-Karten haben einen ganz einfachen Fokuspunkt. Die sollen dafür sein, mal Vorteile zu generieren, große Buddies aus Feld zu bekommen und natürlich im Match gegen Tier-Elements ein paar Effekte rauszuhauen, die die nicht haben wollen. Das Deck selber, was hier ganz spannend ist, wir spielen sowohl Ash im Main-Deck als auch Shifter im Main-Deck, was an sich sehr, sehr interessant ist. Und was ich hier auch super spannend finde, ist, wir haben hier wieder Prosperity im Deck drin. Das haben wir in Sprite lange nicht gesehen, weil viele ja auf die Variante mit Epiria gegangen sind, mit dem Draw One. Hier ist keine Epiria oder sowas drin, das ist wirklich rein Sprite mit den Bestial-Karten, die wirklich unglaublich gut sind. Und wir haben hier auch einmal Fenrir drin, die Karte, die aktuell 50 Euro kostet als Ultra Rare. Als Free-Off ist eine gute Karte. Wir gucken uns aber mal ganz kurz im Extra-Deck so ein paar spannende Sachen an. Wir haben hier zuerst einmal Sprite Sprint, die neue Karte, die den Angler senden kann. Das ist diese tolle Karte hier. Der Angler hat die Fähigkeit, wenn er vom Deck auf den Friedhof gelegt wird, dass wir zwei Nimble-Monster aus dem Deck spezial beschwören können. Ist obviously nicht schlecht. Und eine Karte, die vielleicht viele nicht kennen, ist das Ding hier. Ich kann euch den Namen von dieser Karte nicht verraten, aber es ist ein Rang 2 Monster. Es hat einfach nur die Fähigkeit, eine Karte vom Friedhof wieder auf die Hand zu nehmen, spezifisch halt ein Monster. Das ist, wenn ihr Sachen spielt, wie die Büstier-Karten, extrem gut, weil das wirkt zwar wie ein Minusplay, ihr macht zwei Monster, um euch ein Monster wieder zurückzuholen, aber das kann euch die Interruption wieder zurückholen, ein großes Monster aus Feld geben und gegebenenfalls ein Search in der Endphase für ein Drachenmonster. Das kann also ziemlich gut sein. Hier im Side-Deck auf jeden Fall interessante Choices. Mit der Sense und der Fallenkarte, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das flasht mich jetzt richtig. Über das Deck sprechen wir auch mal ganz kurz. Das ist einmal Flu Wanderers, der Jute Michael Thames, oder Thames, wie auch immer es heißt, ist tatsächlich Top 2 gegangen. Also der hat es im Finale verloren. Nicht sehr gut im Finale verloren, hat ein Missplay gemacht, dann Game kassiert und dann hat er gebrickt. Aber wir sehen hier in diesem Deck, wir spielen alle guten Namen auf 3. Wir spielen die anderen Namen alle auf 1. Wir spielen 4 Tributmonster, was ein Heavy Count ist, aber wir spielen alle Konstanzkarten. Und hier wurde sich entschieden, sowohl Lightning Storm als auch Evenly im Main Deck zu spielen. Was ich sehr spannend finde, was aber wahrscheinlich in das ganze Neos extrem gecarried hat. Extra Decks bei Full One Release sowieso komplett irrelevant. Das Side-Deck. Spannend, dass wir einen Tactics im Main Deck haben und den zweiten dann im Side Deck haben. Und die eine Crow, die ist halt super, ist also jetzt gar nicht mal so blöd. Aber natürlich diese nervige Karte hier, die sagt, du machst keine Monster-Effekte mehr. Sehr, sehr nervig. Dann haben wir hier einmal die Deckliste vom Sieger der YCS. Und das finde ich persönlich ein richtig wildes Deck. Das ist ein Sprite-Tier-Deck. Mit Fenrir im Main Deck und Ibli. Ibli scheint extrem einen Carry zu haben, weil wir mit den Bissi-Karten ja Free Special Summons bekommen und wir natürlich viele T-Elements erwartet haben auf dem Event, deswegen war das wahrscheinlich ein ganz guter Call, einfach eine Ibli reinzuschmeißen, die einfach zum Gegner beschworen wird. Was ich bei der Deckliste aber noch sehr, sehr interessant finde, wir spielen hier zweimal Sprint, was natürlich dafür da ist, um Merlin in den Friedhof zu kriegen oder halt den Angler, also geht ja beides in der Deckliste hier. Und hier, wir sehen mal wieder einen Access Code Talker in einem Extra-Deck. Und auch Beatcop. Ich weiß nicht, wofür genau Beatcop hier in dem Deck drin ist. Ich schätze mal, um generisch Monster wegzulinken. Wäre jetzt meine Vermutung. Aber ich kann es euch nicht genau sagen. Und Side-Deck ist natürlich auch wild. Wir sehen hier die ganzen Mystic-Karten im Side-Deck. Also auf jeden Fall wird das Mirror-Match extrem krass gegengetaggt. Und der Dweller ist auch sogar hier im Side-Deck drin. Eine sehr coole Deckliste. Und wenn ihr euch einmal die Feature-Matches von Christopher anguckt, dann seht ihr, dass das Deck echt starkes. Dann haben wir einmal hier eine Sprite Runic Deckliste und der Spieler, der das gespielt hat, ist nicht Joshua Schmidt, sondern Markus Hayden und die Liste ist
so wie ich es sehen kann, eigentlich 1 zu 1 von Joshua die Liste. Ich sehe keinen Change, außer natürlich jetzt im Side-Deck ein bisschen, aber ich glaube, im Main-Deck ist das 1 zu 1 genau die gleiche Liste. Sogar das Side-Deck hier mit den Choices hier ist unten gleich. Wir haben die drei gleichen Targets, wir haben halt das für Time, wir haben sogar Eradicator drin. Das ist die einzige Karte, die Joshua nicht gespielt hat. Ich finde die Karte auch nicht gut. Das ist die neue Fallenkarte aus dem letzten Hauptset. Dann haben wir noch mal einmal hier eine Telemetiste mit Danger drin. Die ist an sich auch ziemlich cool. Das ist ein 40-Karten-Deck von Dakota. Unglaublich coole Liste. Wir sehen hier wirklich Max-Out alle Tiernamen, die geht. Wir sehen hier einmal diese Schlange hier. Die hat die Fähigkeit, sich spezial zu beschwören, wenn die in den Friedhof geschickt wird. Ist also ein Level-4-Monster, ist ein Wassermonster, ist also super gut mit Dweller. Fürs Mirror Match sehr, sehr gute Karte. Und natürlich dann die Suite an Dangers, die halt geht. Der Upside ist auch sehr wild, aber natürlich Karten ziehen macht in dem Fall Sinn. Spielt natürlich extrem krass in Droll rein, muss man natürlich auch sagen. Dann haben wir die neue Karte aus Darkwing Blast. Die Karte ist richtig wild. Für alle, die die Karte nicht kennen. Die Karte sagt, wenn die auf den Friedhof geht, könnte die Fallenkarte enden. Was per se schon mal ziemlich gut ist. Aber die hat noch zwei weitere Fähigkeiten. Wenn der Monster beschworen wird, können wir die obersten drei Karten unseres Decks auf den Friedhof legen, was sehr, sehr krass ist. Und dann für den Rest der Runde verlieren alle Monster vom Gegner 500 Angriffspunkte. Ist eine ziemlich, ziemlich solide Karte und wir sehen sie hier auf 3 sehr wild. Was ich auch noch anmerken möchte ist, die 3 Skill Drain hier im Side-Deck und einmal das tolle Ding hier. Denn man kann auch logischerweise ein Game gewinnen, wenn man Foolish hat und die Karte in den Friedhof legt. Ist schon mal passiert, habe ich gehört. Die Karte generiert nämlich 1000 Lifepoints. Ist für Time gar nicht so schlecht. Und dann haben wir noch einmal hier eine Tier-Elements Bestie-Deckliste. Das Deck sieht super clean aus. Ich liebe diese Deckliste. Alle Karten, die notwendig sind, sind hier drin. Die guten Karten sind auf 3. Er maximiert alle, also maximiert wirklich alle guten Karten. Also so sieht eine schöne, cleane Deckliste aus. Die guten Karten auf 3, die Karten, die auf 1 sind, die man nur einmal braucht, auf 1 spielen. Das Ding ist hier drin, wegen Ibli, das hatten wir nämlich gerade schon mal, das war nämlich ein bisschen beliebter. Und das Deck verliert halt instant gegen Ibli, weil es an nichts mehr machen kann. Deswegen ist die im Side-Deck zu haben, ganz praktisch, weil ihr könnt hier reinsiden, um halt mit Ibli eine Linkbeschwörung zu machen, damit die halt vom Feld weg ist und ihr weiter bespielen könnt. Und Side-Deck hier auf jeden Fall auch für Time ausgelegt, mit der tollen Karte hier. Aber auch Morna, das sind beides Karten, die einem Time halt richtig hinterrennen können. Also gut zu wissen auf jeden Fall. Und hier sehen wir auch wieder die Karte hier, die einfach unglaublich strong ist. Wie gesagt, wenn ihr den Feature-Match nicht gesehen habt, guckt sie euch an. Die sind sehr, sehr hilfreich, um zu wissen, warum diese Karte auf dem Event richtig insane war. Das Deck wollte ich nur mal kurz reinschmeißen, weil das wahrscheinlich auch so ein Pick ist, der auch nach Maleficent Mavens gar nicht die schlechteste Idee ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass Exorcist ein gutes Deck ist. Es ist aber auf jeden Fall kein schlechtes Deck. Und mit Karten wie Necro Valley evenly matched, Mystic Mind, die man hier spielen kann, Dark Ruler und den ganzen Driss, Shifter natürlich vor allem, ist das kein schlechtes Deck, was man picken kann für das nächste Format und offensichtlich auch in diesem Format hier. Und hier wollte ich noch einmal kurz ein pures Tier-Elements-Deck highlighten, weil es sind wirklich halt nur die Tier-Elements-Karten drin, mit allen guten Karten, mit dieser tollen Fallenkarte hier. Für alle, die die Karten nicht kennen, ganz ehrlich, kein Plan, wie die heißt, aber die hat die Fähigkeit, dass ihr bis zu 2 Monster von euch zerstören könnt. Dann könnt ihr dann dafür eine Karte ziehen. Und ihr könnt die vom Friedhof wieder aufs Feld setzen, indem ihr den Monster von euch zerstört. Das kann um sehr viele Dinge im Main Deck rumspielen, wenn ihr eine Ibli abbekommt oder was weiß ich, ein Ras Schüler oder ein Ido oder so ein Kack, dass einfach euer Feld wieder leergeräumt wird. Und das triggert zusätzlich logischerweise aber auch natürlich die Tier-Limits-Karten. Also es ist an sich eine Karte, die man wirklich spielen kann. Und das könnt ihr halt im Endeffekt halt zweimal machen, weil ihr sich halt wieder aufs Feld setzen kann. Würde ich persönlich jetzt vielleicht nicht spielen, aber es scheint sich ja gelohnt zu haben. Und die Fallenkarte daneben ist einmal die neue Crystal Beast Fallenkarte. Wenn ihr die banisht, könnt ihr euch ein Feedspell adden und ein Crystal Beast Monster. Und das Ding hier ist ein Wassermonster, also ein Aquamonster. Und das ist für die Strategie gar nicht so schlecht, weil ihr könnt mit dem Ding dann direkt zur Kitkarte rüberspringen. Geht auch schlechter. Und auch hier sehen wir wieder ein sehr ähnliches Side-Deck zu dem anderen Spieler gerade. Wir haben auch wieder Skill Drain drin, was ich sehr, sehr cool finde. Wir haben wieder Lifepoint generieren. Wir haben auch diesmal Winter Cherries, was, wenn wir Kickers rausnehmen vom Gegner, sehr böse ausgehen kann. Dann wollte ich hier noch einmal kurz, ich nenne es mal Dark Sprite highlighten. Das heißt, wir spielen halt die Darks mit den Bisschen-Monstern drin. Wir spielen die Dark Beckoning Engine.
Wir spielen auch hier Sprint, wir ganzen Dark Monster, wir spielen auch hier Capsule, um den extra Draw zu bekommen, wenn wir halt dann auf Jinbei senden, dass wir jetzt halt einen Draw noch bekommen. Was ich aber sehr, sehr kurios finde, dass es funktioniert hat, dass er nur eine davon gespielt hat. Immer wenn ich das Deck getestet habe, mit Dark Beckoning Beast, was, by the way, eine gute und solide Engine ist, fand ich immer 2 bis 3 besser, damit halt, wenn ihr die zieht, die Engine halt mehr Plus generiert. Weil wenn ihr 2 davon spielt, könnt ihr euch den Discard im Endeffekt direkt suchen, das ist ganz hilfreich. Und die Kombos sind natürlich deutlich schlechter, wenn ihr halt nicht den Almira spielt, der aber in der Deck-Variante nicht nötig ist, weil ihr halt die ganzen Bisschen-Karten habt, die 4 Stück hier. Und natürlich den Fendria. Und ich sehe eine Karte hier, die ich persönlich ziemlich cool finde, das ist einmal hier, Early. Die hat die Fähigkeit, dass die Karten annullieren kann, wenn dann Monster-Effekt aktiviert wird, in Zone, auf die die Karte zeigt. Und die kann sich in der Endphase wieder zurückspecialen, wenn durch Kampf oder Karteneffekt zerstört wird. Also eine sehr coole Karte. Ansonsten ist hier aber jetzt nichts besonders Spannendes dabei. Ich finde den einen Cosmic Cyclone im Main Deck wild, der ist als Mine-Out. Und das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist eine Monster Reborn drin. Ob ich jetzt die Monster Reborn mehr gevalued hätte als den dritten Droplet, weiß ich nicht. Aber ich verstehe, warum der in dem Deck hier drin ist, weil er doch schon echt ein bisschen Value geben kann. Und wir sehen hier auch die Barrier im Side-Deck, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und einmal die neue Sprite-Fallen-Karte, die sehr gut ist, aber nur wenn ihr First geht. Ansonsten ist die nicht ganz so geil. Und das sind sie. Die besten Decks, die ihr aktuell spielen könnt. Probiert sie mal aus, spielt damit rum. Das war's für mich für heute. Bis zum nächsten Mal da rein. Ciao, Leute.